Jo, meine Freunde, was geht ab und damit? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Es ist ein kleiner Feiertag, weil Jay Riddle hat wieder ein neues Video released. Der Absturz von Unge in 12 Minuten, das kann nur unterhaltsam werden. Also diese ganze Thematik in 12 Minuten, beziehungsweise das Video geht 14, wahrscheinlich mit Placement, kann nur geil werden. Abfahrt. Hey Leute, heute sprechen wir über das Ungetüm Portugals, der Diktator von Madeira, welcher mit eiserner Hand über alle Einwohner, Hunde und Katzen regiert. Seine Haare sind skandalrot und der Mundgeruch vegan, als er auf dem Grab seines ehemaligen Nemesis Alblali tanzt. Pati, pati, patu. Alter, die ersten 15 Sekunden, die kannst du schon vergessen, ne? Die verarbeite ich doch schon gar nicht. Pati, patu. In einem Mantel angefertigt aus 1001 Dalmatinerkatzen genießt er bei einem Glas Kinderblut, weil Milch bekanntlich Gift ist, den Sonnenaufgang auf seiner Insel und lacht sich in den Bart. Ich bin ein Psychopath! All das ist leider nicht passiert, denn bevor... Oh, dieser Clip ist aber auch nicht gut alt geworden, ne? Mit dem Ich bin ein Psychopath. Soweit kommen konnte, wurde Unge aufgehalten. Und Leute, nicht alle Helden tragen ein Cape. Manche lecken sich einfach nur komisch den Genitalbereich aus und kotzen dann Wollknäule. Denn ausgerechnet eine Katze war Kater genug, sich dem Tyrannen entgegenzustellen. Ach so, und seine Ex-Freundin und der Blali haben übrigens auch etwas geholfen. Und deshalb dreht er jetzt inklusive Abschied und Statement auf Twitter so richtig frei. Sein Social-Media-Auftritt ist derzeit unberechenbarer als dieser Typ hier. Heute reden wir konkret über die Vorwürfe, dass... Ich kann es nicht mehr. Ich kann mir Jay Riddles Videos nicht angucken. Ich breche innerlich wirklich zusammen. Dass er eine extrem cringe Rivalität mit einer Katze geführt haben soll, weil die ihn ab und zu mal aus Angst angefaucht hat und er das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Unter anderem deshalb soll er übrigens mit einem Koffer nach dem Tier geworfen haben. Auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. Mir auch Sachen an den Kopf geworfen wie, ja, ich zahl dem hier alles. Und das ist übrigens Unge, wenn er bei der Wohnungsbesichtigung merkt, dass er die Monatsmiete mit Rachel und ihrem Kater nicht durch drei teilen kann. Außerdem soll er wohl seine Ex-Freundin Rachel ziemlich schlecht behandelt haben, was besonders ärgerlich ist, weil er nach außen hin ein Image als Everybody's Darling führt und privat scheint seine Fairness in einer Beziehung auf diesem Level hier zu sein. Und zu guter Letzt, wie er wohl als mutmaßlicher Sektenführer Madeiras seine YouTube-Kollegen gegeneinander... Junge, ich kann das nicht mehr. Sektenführer, oh mein Gott. Guckt euch allein das Bild an, ey. Oh Gott. Ey, Jay, Bro, bitte. Bitte. Was nimmt er zu sich, dass er auf diese Ideen kommt? Der ist doch nicht, also Jay kann nicht ganz normal im Kopf sein, ne? Aber auf sympathischste Art und Weise. Da ausspielt, um Alblali das Leben auf der Insel schwerer zu machen als Miki TV. So, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh mir doch einfach aus dem Weg. Bro, auf der Insel leben 250.000 Menschen, als ob man da nicht koexistieren kann. Es wurde gemunkelt, wenn Unge dein Gesicht nicht gefällt, wie es bei Alblali irgendwann der Fall war, und er dich nicht mehr auf seiner Insel haben möchte, versammelt er seine Madeira-Schergen um sich und singt. Nein, nein, das hat... Oh nein! Man darf darüber nicht lachen. Aber das... Ich kann und will nicht mehr. Ich möchte nur noch aufhören mit der Scheiße, ehrlich, bitte. Los geht's, meine Spatiaten, wir haben eine Insel zu erobern. Lass gerne einen Daumen nach hoch. Für den Algo da. Und bei 75.000 Abonnenten sind wir endlich stark genug, uns der Ungerechtigkeit in den Weg zu stellen. Wir fliegen alle zusammen nach Madeira, packt schon mal eure Koffer und zählt damit auf Katzen. Los geht's. Doch bevor wir zum ersten Kapitel kommen, habe ich eine Frage an euch. Hey Leute, kennt ihr... Das ist das Allergeilste, was ich jemals gesehen habe, Chat, ohne Scheiß. Wir gucken uns super viele YouTube-Videos an, ne? Aber das ist das Allergeilste, was ich die letzten 6 Monate gesehen habe. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Das Video geht 2 Minuten 50. Was passiert jetzt noch? Das, ihr seid eine Katze? Ja. Und ihr kriegt in eurer Freizeit immer Koffer ins Gesicht? Dann ändert jetzt euren Standort mit Surfshark VPN. Denn dieser schützt... Ja, ist gutes Produkt. Ich skippe das jetzt einmal, aber Surfshark kann man eigentlich nur empfehlen. Habe ich ja auch ein Placement mit gehabt. Also Kuss geht raus an Jay, dass er das auch promotet. Ich skippe das an der... Endlich für die meisten VPN. Die anderen VPN verhalten sich nämlich genau so.
Produkten und mit dem Code JRIT gibt... Mach schon! Kleiner Disclaimer, bei der Entstehung dieses Placements kamen keine Katzen zu Schaden. Solltest du den Link aber jetzt nicht abchecken, können wir leider für nichts mehr garantieren. Ja. Der Absturz von Unge begann, nachdem... Bruder, also selbst seine Placements sind gut geskriptet und gut gedreht, ne? Hier, ihr habt das, falls ihr Interesse habt, habt ihr das hier in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal nach. Er auf Twitter über die Anne in the Duck-Thematik rumwitzelte, woraufhin sich zu seinem Unglück die ein oder andere alte Bekanntschaft seinerseits öffentlich meldete, dass er ja auch nicht gerade ein Engel sei, zu dem Zeitpunkt aber noch ohne Name-Dropping. So schrieb auf Twitter jemand, dass er ein Trauma hat durch emotionalen Missbrauch und Rachel, die Ex-Freundin von Unge, entgegnete: Willkommen im Club, gefolgt von einigen weiteren melodramatischen Kommentaren auf Kosten von Captain Rotbart. Dies gipfelte dann schließlich in ihren Statement, was Simon Unge mir und meiner Katze angetan hat. Dort erzählte sie, dass sich die beiden auf Instagram kennenlernten und dann nach kurzer Zeit zusammen... Boah, hat das so insane viele Aufrufe, Chat? Was Simon Unge mir und... 450.000? Kann mal einer nachgucken? Das muss ja jetzt safe noch viel mehr sein. Alter! ...meiner Katze angetan hat. Dort erzählte sie, dass sich die beiden auf Instagram kennenlernten und dann nach kurzer Zeit zusammenkamen, ohne sich überhaupt jemals in echt getroffen zu haben. Und um meinen Bildungsauftrag für heute zu erfüllen, Jungs, Mädels, geht mit niemandem eine feste Beziehung ein, den ihr nicht persönlich kennengelernt habt. Und kleiner Profi-Tipp am Rande, geht mit Unge keine Beziehung ein. Bevor ich den Typen date, würde ich lieber die Grünen wählen. Bitteschön. Oh, danke. Die Grünen? Wollt ihr mich verarschen? Absoluter Legendenclip, ne? Das ist ein absoluter Legendenclip. Unge hatte dann auch vorgeschlagen, dass sie direkt von Deutschland nach Madeira umzieht, was Rachel dann aber doch etwas zu schnell ging, sodass sich das Pärchen auf einen Madeira-Besuch einigte, bei dem sich Unge von seiner besten Seite zeigte. Unternehmungslustig, aufmerksam und ganz und gar nicht wie ein komischer Creep, der mit Koffer nach Katzen wirft, woraufhin sich Rachel ganz schrecklich in Unge verliebt. Über 484.000, boah, krass, ne? There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Naja, auf jeden Fall hatte sie am Ende des Besuches ein so gutes Gefühl mit ihm, dass sie sich entschied, direkt nach Madeira zu ziehen. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, ich bin mir sicher mit dir und ich werde dann zu dir hinziehen. Leider machte der Charakter Unges laut Rachel nach ihrem Umzug nach Madeira eine 180-Grad-Wendung, so wäre er plötzlich kälter, distanzierter, lässt sie links liegen und toxisch sei er auch. Letztere Vorwürfe der Toxizität gibt es mittlerweile übrigens von mehreren Akteuren, die sich öffentlich zu Wort gemeldet haben. Bei Streits hätte er cholerisch rumgeschrien, mit Gegenständen um sich geworfen, ohne Rücksicht auf Verluste und regelmäßig die Buch dir einen Flug zurück nach Deutschland Karte gezogen. Oder aber, wenn gar nichts mehr ging, den beliebten: Ich bin dir doch eh nicht gut genug. Nein, mal ernsthaft. Rachel schilderte die Ereignisse an einer Stelle so: Ich wäre nicht gut genug für dich, geh nach Deutschland zurück. Das hat er wirklich so oft gemacht. Wenn ich zum Beispiel etwas angesprochen habe, vorsichtig auch irgendwann, weil ich wusste, okay, wenn ich das falsch anspreche, ist er sauer geworden, ausgerastet, hat mich angeschrien und mir super oft, ich weiß nicht, ob es eine Drohung war, es hat auf jeden Fall funktioniert, dass er meinte, während des Streits noch, ja so, ich will jetzt, dass du dein Handy nimmst und jetzt einen Flug nach Deutschland zurückbuchst. Das hat er wirklich super oft durchgezogen in der Beziehung. Boah, das ist auch super verletzend, ne? Also guck mal, sie ist ja von Deutschland nach Madeira gezogen, ohne Unge wirklich zu kennen. Und bei jedem Streit, bei jeder Kleinigkeit sagt er ihr, zieht zurück oder fliegt zurück nach Deutschland. Aber das muss unfassbar verletzend sein. Übrigens, bestes Standbild, es tut mir leid. Auch bei kleineren Streitigkeiten. Pass auf, du weißt, was hier abgeht, Fräuleinchen, und ich lass mir von dir hier nicht länger was kaputt machen. Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst, oder aber du packst deine Tasche und gehst. Boah, Bruder. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte, mich irgendwie kaputt machen, hat auf jeden Fall funktioniert. Also im Prinzip nach Lehrbuch manipulativ. Die Diskussion einfach eskalieren lassen, wenn die Argumente ausgehen, weil man eh das größere Machtverhältnis hat. Und Nummer 2, jemanden mit guter Miene nach Madeira zu locken, sodass sie in Deutschland ihren Job kündigt und ihr Leben zurücklässt. Und diese Person dann auf einer fremden Insel links liegen lassen, wenn das tatsächlich annähernd so gewesen ist, wäre das eine ziemlich miese Aktion von dem... Wäre auch eine miese Aktion, jetzt muss ich aber dabei sagen, beziehungsweise will nicht unerwähnt lassen, dass es von Rachel auch sehr riskant war, ehrlicherweise. Ich persönlich würde ja nicht mal innerhalb von Deutschland zu einem Typen ziehen, den ich nicht kenne. Und sie zieht einfach direkt nach Madeira. Ja, ist halt sehr risikoreich und ging in diesem Fall bekannterweise nicht wirklich gut.
Typen, der in der Öffentlichkeit immer das mega Moralische raushängen lässt. Die nächste Sache ließ mir aber die Kinnlade runterfallen. Wenn wir uns dann mit Leuten getroffen haben, nach ein paar Wortwechsel, hat er mich dann irgendwann, also fast schon vorgestellt mit, ja, ratet mal, wo sie herkommt. Ja, ratet mal, wo sie herkommt. Und dann macht er erstmal Witze auf meine Kosten. Guck mal hier, geshoppt, aus Thailand, 20 Euro, aus dem Katalog. Und an der Stelle werde ich maximal wütend. What? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Haben wir das Video nicht auch geguckt? Das habe ich die Stelle überhört. 20 Euro aus dem Katalog aus Thailand? Alter, allein auf Basis dieser Aussage merkt man eigentlich, was für ein Mensch Unge ist, ne? 20 Euro aus dem Katalog. Also, nee. Also ich versuche ja immer, den Witz zu verstehen, aber einfach nee. Einfach nee. 20 Euro aus dem Katalog, what the fuck, finde ich maximal respektlos gegenüber deiner Freundin. Alter, Hand aufs Herz, schau sie dir an, die ist mal mindestens 35 wert. Lissas, oh nee. Kapitel 2, Unge der Katzenslayer. Aber es kommt noch schlimmer, denn offenbar war Rachel nicht die größte Herausforderung für Unge, da sie noch einen Kater im Gepäck hatte aus Deutschland, mit dem er noch weniger klarkam. Rachel erzählte, dass Tiger Unge regelmäßig aus Angst anfauchte und sich vor ihm versteckte, was bei Everybody's Darling Unge überhaupt nicht gut ankäme. Wie könnte die Katze so undankbar sein und sich verstecken, wenn er doch ihre Nahrung und Obdach bezahlt. Mir auch Sachen an den Kopf geworfen wie, ja, ich zahle dem hier alles, er soll mir dankbar sein und zum Dank faucht er mich an. Er versteht doch nicht, dass es dein Container ist. Er versteht doch nicht, dass du sein Katzenfutter bezahlst. Rachel zeigte daraufhin Bilder und Screenshots und erzählt, dass es so weit ging, dass Unge alle Rückzugsmöglichkeiten der Katze verbarrikadierte, damit es kein Ausweichen mehr gibt. Und dann hat er angefangen, seine Versteckmöglichkeiten aus dem Container zu stellen und das Bett unten zu verbarrikadieren, weil er nicht möchte. Und das ist so fies, ne? Also Katzen stehen halt voll drauf, sich irgendwo reinzulegen, sich zu verstecken, sich so einen Rückzugsort zu suchen. Und guckt euch die Scheiße mal an. Er hat extra hier irgendwie eine Art Decke vorgelegt, da irgendwelche Kissen oder, keine Ahnung, Teddys oder whatever, dass die Katze halt nicht da drunter kann, ne? Also wie ekelhaft ist das? Oder? Also, das ist ja nicht normal. Dass er sich vor ihm verstecken kann. Dass er Konsequenzen für das Angstfauchen der Katze forderte, als wäre der Vierbeiner ein verzogener Teenager. Und dass er laut ihrer Aussage Tiger anschrie und das Tier mit Koffer und Stuhl bewarf. Auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als das. Wobei ich bei der Koffersache auch Unge mal in Schutz nehmen muss. Ich bin nämlich der festen Ansicht, dass unser Unge, wie wir ihn kennen, sowas niemals machen würde. Das muss eines dieser Missverständnisse sein. Eventuell wollte er einfach nur den Familienzusammenhalt stärken und vielleicht ich packe meinen Koffer spielen. Packe meinen Koffer, ich packe ein meine Zahnbürste. Ein Handtuch und deine gottverdammte Katze! Unge konterte die Vorwürfe auf Twitter mit diesem Meme hier und behauptete in seinem Statement, Rachel hätte es falsch aufgefasst und er könnte sich nur vorstellen, dass er aus Versehen gegen den Koffer gelaufen ist und daraus wird ihm jetzt ein Strick gedreht. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt wirklich eng in diesem Container ist. Aber ich möchte Rachel auch nicht ihre Realität absprechen, weil manche Dinge erlebt man ja auch in so einer emotionalen Situation anders. Und es ist schon ein Unterschied, ob du irgendwie gegen Koffer läufst. Also, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn du gegen Koffer läufst, Chat? Dann, der fliegt ja nicht dann direkt weg, als würdest du den so wegschießen. Sondern du läufst dann halt davor, ja, und dann passiert ja nichts. Es ist ja ein Unterschied, ob der Koffer dann durch die Wohnung fliegt oder ob du davor läufst. Das ist so eine selten dumme Begründung. Und ganz ehrlich, super Punkt an der Stelle. Aus Versehen gegen einen Koffer zu gehen, beziehungsweise den Koffer bewusst in die Hand nehmen und zu werfen, kann man quasi kaum unterscheiden. Und wenn dann auch noch Emotionen ins Spiel kommen, ganz, ganz schwierig. Habt die beiden Versionen mal für euch nachgestellt. Wenn ihr den Unterschied erkennt, gerne mal in die Kommentare mit eurer Meinung. Aber ernsthaft, das kann man auch echt mal verwechseln. Oh, ich bin gegen einen Koffer gerannt. Genau das meine ich halt. Jetzt wird es leider richtig hart, denn weiterführend berichtet Rachel von einer besonders traumatisierenden Situation. Es gab auch Situationen, wo er auch auf meinen Kater losgegangen ist, angeschrien hat wie sonst was. Mein Kater hat sich an Ort und Stelle eingemacht. Er hat einfach auf den Boden gekotet vor Angst. Er hat gezittert. Er wusste nicht wohin. Er konnte sich ja auch nirgends mehr verstecken. Ich wollte dazwischen gehen, weil ich wirklich dachte, gleich schlägt er ihn. Es reicht ja schon, dass er ihn mit Sachen beschmeißt und abwirft. Und dann hat er mich einfach auch auf den Boden, also geschubst. Und klar, er ist kräftig. Ich bin einiges kleiner als er. Ich bin hingefallen. Und statt sich zu entschuldigen, sagt er so, hat er mich angeschrien und sagt, ja, steh sofort auf, mach das weg. Und falls das so stimmen sollte in der Form, ist das natürlich ein ziemlich missbräuchliches Verhalten an der Stelle. So geht man weder mit seinem Haustier noch mit seiner Frau um. Und da ist es auch egal, wie günstig man sie aus dem Katalog geschossen hat. Das gehört sich einfach nicht. Stellt euch mal Unge als Vater vor. Jetzt legst du den unter dein Kissen und die Zahnfee tauscht hingegen Geld ein.
Es gibt keine Zahnfee, Idiot! Jetzt mach die Scheiße von deinem Lack! Auf, steh sofort auf, mach das weg! Leider hatte Unge seine Version von diesem Vorfall in seinem Statement nicht geschildert. Ich hätte sie gerne hier eingebaut als zweite Sichtweise wie eben. Ich vermute, er hätte aber auch hier einfach gesagt, dass Rachel es einfach anders wahrgenommen hat. Und bei genauerem Hinsehen hätte man erkannt, dass es eigentlich die Katze war, die Rachel hinterhältig umgeschubst hat. Während Unge damit beschäftigt war auf dem... Ich weiß nicht, die Vorwürfe, also alle Vorwürfe, die wir jetzt über Unge gehört haben, meint ihr wirklich, der kommt nochmal zurück und alle verzeihen ihm das? Das sind momentan auf YouTube, das sind ja keine Beefs wie vor 10 Jahren auf YouTube. Das sind ja wirklich schwerste Vorwürfe und schwerste, naja, so Dinge, die kann man ja auch nicht, selbst wenn man sich entschuldigt, das lässt ja so tief blicken, was für eine Person hinter dem Unge eigentlich steht oder was in Unge eigentlich wirklich steckt. Oder? Im Dezember kommt er wieder wegen CPM, meinst du? Nee, also vielleicht kommt er nochmal wieder, aber... Ja, wobei, so ein Apparat überlebt halt auch immer alles, ne? Boden zu koten. Mann, immer diese Täter-Opfer-Umkehr. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich glaube nicht. Ich wünsche dem betroffenen Unge an der Stelle auch nur das Beste, dass er irgendwann über den Missbrauch drüber hinwegkommt, den er durch die Plüschpfote dieses rücksichtslosen Katers erfahren hat. Er hat dann ja auch laut Aussage Rachels den Bauernhof verlassen und ist von der Katze weg in die Stadt gezogen, woraufhin Rachel immer darauf geachtet hat, bloß mehr Zeit mit ihm als mit dem Kater zu verbringen. Deshalb habe ich schon darauf geachtet, dass ich immer länger bei Simon bin als bei Tiger. Bruder, stell dir mal vor, du kämpfst ernsthaft mit einer Katze um die Aufmerksamkeit deiner Freundin. Die Rivalität zwischen den beiden sah für Außenstehende sicherlich so aus. Oha, war das Bild bei euch auch kurz weg? Hey, shut up! Und ich stelle mir mittlerweile vor, dass der traumatisierte Veganer beim Schlafen circa so aussieht, wenn er von seiner Zeit mit Tiger träumt. Was ist das denn, ey? Super. Auf jeden Fall hat Unge in einem weiteren Twitter-Statement eingesehen, dass er sich anderen Menschen gegenüber ziemlich missgünstig verhalten hat aufgrund seines Egos und mittlerweile hat er die meisten Fehler auf seine Kappe genommen. Denn auch im Umgang mit Alblali aka Victor scheint er sich retrospektiv betrachtet nicht immer korrekt verhalten zu haben. Dieser wurde nach seinem Umzug auf Madeira quasi wieder von der Insel weggemobbt. Wenn euch das Thema interessiert, darüber und über diverse andere Themen diskutieren wir Spatiaten ausführlich auf meinem Zweitkanal JJ Riddle. Die Stimmung ist herrlich toxisch, also kommt vorbei. Move out! Oh, no, not I. I will survive. Die Thematik mit Rachel auf der anderen Seite ist tricky, weil ja, sie war ziemlich authentisch und hat zumindest probiert, Dinge so... Sollte ich auch mal drüber nachdenken, ob ich nicht in einem Hauptvideo einmal kurz Werbung für meinen Zweitkanal mache? Ist eigentlich voll die gute Idee. Also Respekt an Jay, dass er so krasse Aufrufe auch auf dem Zweitkanal erzielt. Also ich gönne ihm das. Jay ist echt ein Cooler. Der macht echt guten Content und ich feiere ihn auch sehr. Ich habe auch mit Jay einmal kurz gesprochen. Privat auch. Also was heißt privat über Instagram? Auch immer sehr sympathisch gewesen. So gut es geht zu belegen, während Unge sich halt mal wieder nur in den Wald gesetzt hat und drauf losredete in seinem Statement, obwohl vorher geprahlt wurde, dass man heftige Chatverläufe am Start hat. Fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich glaube nicht. Das kombiniert mit der Tatsache, dass er vor dem Video von Rachel aus Panik schon probierte, sie zu diskreditieren, beziehungsweise sich selbst im Vor... Yo, stimmt. Die ganze Unge-Thematik fing ja an mit einem Statement von Unge. Weil er versucht hat, wirklich vorher so eine falsche Fährte zu legen, um alle Menschen irgendwie, naja, von seiner Sicht der Dinge zu überzeugen. Da ging es ja auch um so Stalking-Vorwürfe und um irgendwelche Zuschauer, die ihm hinterherstellen und... Ah. Aber die ganze Unge-Thematik ist eigentlich nur weird, Chat. Das ist einfach nur weird. Vorhinein als Opfer darzustellen. In der Hoffnung vielleicht, dass man dann besser aus der Sache herauskommt, empfinde ich als schwierig. Naja, immerhin hat er sich nach dem ganzen Drama mittlerweile entschuldigt und geht in Therapie, auch wenn wir jetzt leider niemals die Wahrheit erfahren werden. Ob und wenn ja, warum Unge ständig mit Dingen nach Lebewesen wirft. Haha, stellt ihn euch mal an Weihnachten vor. Ich bin ein Psychopath! Checkt doch gerne Surfshark, den Sponsor des heutigen Videos, aus. Ja, sehr, sehr gutes Video. Also, Like ist auf jeden Fall da. Abonniert habe ich ihn sowieso schon länger. Ey, gerade die ersten 3 Minuten des Videos waren so Banger. Also das ganze Video war Banger, aber die ersten 3 Minuten insane.
Ja, die Unge-Thematik ist und bleibt komisch, Chat. Es hat sich nichts geändert. Für mich waren keine neuen Informationen dabei. Letztendlich hat er das super humorvoll aufgearbeitet. Ich feiere Jay. Folgt ihm sehr, sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Folgt sehr gerne meinem Reaction-Kanal. Wenn ihr meine Reactions feiert, lasst meiner Reaction gerne ein Like da. Und ja, schreibt mal als, was schreiben wir als Algorithmus-Kommentar? Koffer, wir schreiben Koffer als Algorithmus-Kommentar. Wie ich darauf wohl komme, keine Ahnung, Chat. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt wieder in der nächsten Reaction. Bis dann und tschö.